mich also richtig darauf gefreut, hierher zu kommen. Schön. Wir haben natürlich dadurch, dass wir diese Hypnose anbieten, mhm. sehr häufig Patienten, die wahnsinnige Angst haben. Mhm. Und wenn dann durch die Hypnose diese Angst verloren gegangen mhm. ist, die kommen richtig gerne. Ich hatte einfach gleich Vertrauen zu ihnen. Mhm. Nicht nur ihre Arbeit, sondern auch die ganze Atmosphäre. Das Problem war eigentlich eher die Narkose. Mhm. Ich hatte mit meinem Zahnarzt darüber gesprochen und ihm gesagt, mir bitte halb so viel zu geben wie regulär. Und er hat mir aber eine dreifach wirkende Narkose verabreicht. Und ich war dann eine Woche lang richtig krank. Es ist nicht verheilt und ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt. Und dann haben wir angefangen mit der Behandlung. Mhm. Und haben das zweite Implantat letzten Sommer gesetzt, im Juli. Genau. Alles ohne Narkose. Ja. Und ich hatte keinerlei Schmerzen. Wenn der Patient zum Beispiel die Spritze nicht verträgt mhm. oder wenn er überhaupt keine Betäubung haben möchte, mhm. dann spürt er auch nichts, weil die Hypnose die Fähigkeit hat, den eigenen Willen zu stärken. Ja. Wenn jetzt aber ein Patient Angst hat, ja. die Hypnose könnte nicht wirken und ja. Es könnte Schmerzen geben, mhm. dann geben wir manchmal trotzdem eine kleine Betäubung, wenn er yeah. keine Allergie oder keine Angst davor mhm. hat. Und deshalb ich überhaupt zur Hypnose gekommen bin. Weil ich dachte, wenn ich noch mal 30 Jahre so weitermache, als ja. ich anfing und immer so kaputt bin, wenn ja. ein Patient ängstlich ist, dann halte ich das nicht durch. Ja, ja. Und bei Ihnen hat es deshalb so hervorragend gewirkt, weil Sie das wollen. Wenn man jetzt keine Betäubung gibt, kommt es auch nicht zu dieser Gefäßverengung. Mhm. Es gibt keine Wundheilungsstörung und durch die Hypnose werden Endorphine freigesetzt, die dann, das sind Neurotransmitter, die auch so ein bisschen wie Opiate eigentlich einen Zustand herstellen, dass man sich sehr entspannt, sehr relaxed fühlt und dadurch heilt alles besser. Das ist das Phänomen, dass ja. wir auch bei Ihnen nie Probleme hatten nach der Operation und auch jetzt ein halbes Jahr später mhm. nach der Freilegung. Da kam ja noch eine zweite Operation. Mhm. Ja, wir haben also Januar beide Implantate freigelegt. Genau. Mhm. Und das war noch einfacher. Also das ja. war überhaupt mhm. kein Problem. Wenn ich nicht die Fäden drin gehabt hätte, hätte ich glaube, es hätte nie stattgefunden. Wunderbar. Dass ja. es einfach wichtig ist, auch ja, für die Kinder, dass sie von Anfang an die guten Erfahrungen haben. Ganz, ganz wichtig. Ja. Aber wenn Kinder schon ganz von Anfang an mit Trance oder mit Hypnose behandelt werden, gehen sie als auch Erwachsene sehr leicht in Trance. Ja, so kreativ wie jeder individuell ist, kann er ja auch schöne Erlebnisse haben. Mhm. Es gibt welche, die bleiben ganz im Entspannten hier und jetzt, aber andere machen wunderbare Reisen. Ja. Und bei Ihnen habe ich in Erinnerung, Sie haben Ihre Tiere herkommen ja, lassen. Genau. Ja, genau. Ja. Sodass jeder mit seiner Kreativität, mit seinem inneren Film, das finden kann, was gut für ihn ja, ist, ja. was ihn bereichert. Ja. ja, und wir haben auch sonst nie die Gelegenheit, das zu machen eigentlich. Wann nimmt man sich schon mal die Zeit, ja. eine Stunde hier zu sitzen? Ja. Und das sage ich auch den Patienten häufig, jetzt ja. hat er endlich mal Zeit für sich, ja. nur für sich. Also generell merkt man, dass die Leute aufgeschlossener sind für komplementäre Behandlungsmethoden, ja. sagen wir auch. Wir arbeiten ja auch mit Akupunktur und Homöopathie und da sind die Patienten sehr, sehr aufgeschlossen, weil sie einfach auch in ihrer eigenen Erfahrungswelt gemerkt haben, dass die Schulmedizin wichtig ist. Sie ist unsere Grundlage, ja. aber sie hat ihre Grenzen. Ja. Ja? Und gerade wenn es in Erkrankungen wie Psychosomatik hineingeht, und was ist schon ohne Psyche in unserem Leben, dann merken wir, dass einfach auch es wichtig ist, innere Kräfte zu aktivieren. Ja. Hypnose ist nur ein Mittel, ja? ein ja. Mittel, wie andere Mittel ja. auch, um selber sich selbst zu helfen, wenn man Selbstverantwortung übernimmt. Ja, und ich finde es sehr wichtig, dass wir das weitergeben, dass Menschen wissen, dass sie auch Optionen haben. Genau. Mhm. Und das Interessante ist, es sind ja Erfahrungen, die jeder in sich drin hat. Ja. Wir oder ich begleite sie ja so. Unsere Teamarbeit. Ja. Ja. Weil ohne sie könnte ich das ja nicht. Ja, und ich nicht ohne sie. Das jetzt nochmal selber zu erleben, ist vielleicht auch nochmal eine Bereicherung, um das dann wieder weitergeben zu können. Wir sind hierher gekommen, um die Arbeit heute abzuschließen. Wir haben ja schon sehr viel gemacht.
Und jeder Mensch ist anders. Es gibt auch Menschen, die mehr mit den Gefühlen oder mit dem Hörsinn nach außen stehen. Aber wir fangen trotzdem gerne mit den Augen an, weil Hypnose ja bedeutet, die Konzentration von außen nach innen zu wenden. Und ich habe hier diese kleine Taschenlampe, in die können Sie mal reinschauen. Die Wissenschaftler wissen sogar, dass das Unterbewusstsein sogar ein bisschen schneller ist als der bewusste Verstand. Denn Trance ist ein Prozess, wo man mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Menschen, die hier bei uns auf dem Stuhl sind, wollen einfach sich erholen. Und die finden einen wunderbaren Platz, vielleicht irgendwo in der Natur. Und Druck auf diesen Entspannungspunkt zwischen ihren Augenbrauen. Gehen Sie jetzt mit der Atmung und der Konzentration in Ihr Geschehen hinein. Und lassen sich einfach führen. Und manchmal traut man sich etwas, was man sich im wirklichen Leben nicht traut. Während wir jetzt den Mund kontrollieren, bleiben Sie tiefer und tiefer in sich hinein und spüren, wie schön es ist, jetzt Zeit für sich zu haben. Zu wissen, Sie sind und bleiben selbstbestimmt. Und das ist immer, wir sind immer mit einem Teil hier und mit einem Teil woanders. Genau. Okay, einfach öffnen. Bevor Sie jetzt ganz hier jetzt zu uns zurückkommen, gehen Sie nochmal rein in Ihre Entspannung. Gehen Sie einfach nochmal hinein und tanken auf. Genau. Nehmen Sie das, was jetzt kommt. Manchmal kommt ein Licht, eine Farbe. Lila? Ja, schön. Lila ist in Hypnose, in Trance, die Trancefarbe steht hier. Und Lila steht immer ein bisschen für Heilung. Das ist so schön. Schön. So, oh, das war toll. Dieses Gefühl, dass wir so viel Kraft in uns haben, die wir überhaupt nicht nutzen. Ja. Also niemand tut was mit mir. Es ist eine Form des Zulassens. Ja, genau. Das ist auch wichtig, diese Information, die ich wirklich immer gerne weitergeben möchte. Dass die Leute wirklich sicher sind, sie sind nicht fremdbestimmt. Es gibt dann noch einen Ort. Aber wir können an beiden Orten sein. Also wir müssen nicht nur immer 100% hier sein, sondern wir können auch dorthin gehen und auftanken. Genau. Ich habe immer gewusst, wir machen das und es wird gut. Weil ich weiß ja, dass es klappt. Ja. Aber wenn ich es weiß, dann kann der Patient es auch besser annehmen. Das sind ja auch unbewusste Kräfte. Ja, ja, wir übertragen es ja auch überhaupt, weil wir so nah beisammen sind. Und das wird mein Team auch bestätigen. Wenn wir mit Hypnose arbeiten, sind wir alle entspannt. Ja, auch das Team ist entspannt. Hatte ich das Gefühl, das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich wollte Ihnen nochmal danken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch an das Team.